Lumi, 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 mach auf! Lumi, aufstehen! Rexy, was? Warum hast du mich geweckt? Ich war noch am Schlafen. Schlafen hin oder her? Weißt du, was für ein Tag heute ist? Nein. Heute ist unser beste Freundetag. Komm, wir gehen spielen. Oh mein Gott, ich hab's voll vergessen, Leute. Stimmt, heute ist Mittwoch und am Mittwoch spielen wir immer. Oh, ich hab richtig Lust zu spielen, Braxy. Mhm, und das ist nur ein Jungstag und zwar nur für beste Freunde. Oh Mann, das wird richtig cool. Oh Mann, Leute, endlich wieder ein neuer beste Freundetag. Macht ihr auch manchmal Freundetag? Wenn ja, dann lasst innerhalb der nächsten 3 Sekunden ein Like da. 3, 2, 1. Wow, dankeschön. Braxy, aber was wollen wir heute machen? Entweder können wir grillen und spielen oder wir spielen Verstecken. Oh, Verstecken ist aber... Oh nein, mir fällt was ein, Leute. Braxy? Ich muss dir was erzählen, aber das muss unter uns bleiben. Folg mir, ich erzähl dir das. Oh, okay. Mann, oh Mann. Aber behalt das für dich, ja? Natürlich, wir sind beste Freunde. Ich werde niemals was verraten. Komm rein. Oh nein. Meinst du, wir sind sicher bei dir? Das darf niemand hören, ja? Ja, hier ist doch keiner. Los, sag. Ja, sag schon. Ich weiß nicht, ob ich... Braxy, ich wollte Hannah... Du weißt doch, unser... Nein! Hannah macht nicht unseren besten Freundetag mit. Das ist nur für Jungs. Nein, aber Braxy, du weißt doch, schau mal. Ich mag Hannah und ich wollte Hannah... Nach dem ersten Date fragen. Date! Ben, nein, das kannst du nicht machen, Lumi. Hä? Wie? Ich dachte, du sagst jetzt, du unterstützt mich und hilfst mir dabei. Nein, nein, nein. Du darfst kein Date mit... Das sage ich hier. Hä? Nein, noch nicht. Warte doch, Braxy. Stopp, stopp, stopp. Ich wollte hier... Schau mal, wie schön sie ist. Ich glaub, nein, Lumi, nein, nein, nein. Wie? Du hast kein Date mit Hannah. Spinnst du? Braxy, ich wollte aber mit ihr vielleicht irgendwas Tolles unternehmen und ich dachte, du hilfst mir dabei und sagst mir, was ich mit ihr machen kann. Nö, entweder sie oder ich. Du musst dich entscheiden. Oh nein, Leute, jetzt ist Braxy gegangen. Oh Mann, was soll ich nur machen? Ich weiß doch gar nicht. Ich mag beide. Ich mag Hannah und Braxy. Aber ich will mich doch nicht entscheiden müssen. Leute, ich glaube, ich gehe jetzt nach Hause. Ich muss mir irgendwas ein... War das gerade... Braxy, ich habe dich gesehen, du... Hannah! Nein, du hast mich gesehen, hast du gesagt. Ja, du hast dich doch versteckt, also kann ich... Oh, Hannah, da bist du ja! Was geht? Oh. Mir geht's gut, wie geht's dir? Ich hab dich schon richtig vermisst, weil, Braxy? Ja, ich wollte dich nämlich fragen, hallo Hannah, wie geht's dir? Hi Braxy! Ich muss dir was zeigen, komm unbedingt mit, schnell, mal, schnell! Ich dachte, du... Lumi, warte kurz! Nein, Lumi, bis gleich! Aber, warum... Braxy meinte doch eben, wir machen Freundetag. Er will nicht mit Mädchen spielen. Und jetzt hat er sie einfach geklaut. Ich wollte sie gerade nach dem Date fragen. Oh, das ist so gemein. Ich habe das Gefühl, Braxy ist eifersüchtig und will nicht, dass ich mit Hannah auf ein Date gehe. Mann, ich muss mir was einfallen lassen, Leute. Wie kann ich... Oh, ihr werdet schon sehen. Leute, ich werde jetzt nach Hause gehen. Ich werde Hannah eine super coole Überraschung machen. Und dann werde ich sie fragen, ob sie Lust hat, mit mir auf ein... Ein Date zu gehen. Was machen die da? Oh Mann. Ich gehe nach Hause. Leute, mein Wecker hat geklingelt. Oh, ja, es ist dunkel draußen. Okay, perfekt. Denn Leute, ihr fragt euch jetzt, warum bin ich mitten in der Nacht wach? Ich verrat's euch. Ich habe mir was ausgedacht, wie ich Hannah fragen kann, ob sie mit mir auf ein Date möchte, ohne dass Braxy irgendwie dazwischen kommt. Und zwar habe ich hier irgendwo... Oh nein, wo habe ich das nur hingemacht?
vielleicht hier? Ah, ja, da ist es. Ein Buch und eine Feder. Okay, ich werde mich jetzt hochsetzen, denn Leute, ich verrate euch jetzt meinen Plan. Und zwar werde ich Hannah einfach einen kleinen Brief schreiben. Den mache ich hier in den Briefkasten. Und da schreiben wir rein, dass wir auf ein Date gehen möchten. Oh Mann, Leute. Ihr müsst mir jetzt helfen. Wie schreibt man am besten so ein... Nennt man das Liebesbrief? Ich schreibe... Hannah. Und dann... möchtest... Du, mit mir, oh, wie, wird das groß? Mit mir, Leute, oh, ich hoffe, ich schreibe das richtig. Wenn ich irgendwas falsch geschrieben habe, müsst ihr mir das in die Kommentare schreiben. Das ist sonst bestimmt voll peinlich. Möchtest du mit mir, auf ein, wie schreibt man? Auf ein Date? Auf ein Date. Möchtest du mit mir auf ein Date gehen? Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Okay, jetzt muss ich nur gucken, dass wir das irgendwie in den Briefkasten von Hannah bekommen. Oh, oh, und ihr seht, es ist auch richtig dunkel draußen. Oh, okay, Leute, ich werde mich jetzt auf den Weg machen zu Hannah. Oh, ich hoffe, niemand sieht mich. Sonst macht noch irgendjemand was Schlimmes. Oh, ja, da ist Hannah ihr Haus. Oh Mann, Leute, ich hoffe, sie ist am Schlafen. Schläft sie? Ich kann ihr Bett nicht sehen. Oh, ich weiß gar nicht. Oh, schau. Oh, warte mal. Ist das... War das Braxy? Habt ihr das auch gesehen? Der schleicht ja mitten in der Nacht im Wald rum. Oh nein, Leute. Er darf das nicht sehen. Ich hoffe... Oh nein, wir müssen schnell den Brief reinmachen in den Briefkasten. Okay, zack. Leute, ich hab den Brief reingemacht. Oh Mann, jetzt nichts wie nach Hause. Oh Mann, das ist ja schon fast gruselig, dass Braxy mitten in der Nacht im Wald ist und Hannas Haus ausspioniert. Wie als würde er abwarten, bis jemand zu ihr nach Hause kommt. Ich glaube, er ist eifersüchtig und will nicht, dass ich mit Hannah auf ein Date gehe. Aber der Brief ist im Briefkasten. Mann, Leute, ich bin richtig gespannt morgen auf ihre Antwort, ob sie mit mir auf ein Date gehen möchte. Oh, das wird der beste Tag meines Lebens. Hat geklingelt und es ist hell draußen. Oh, wie schön. Leute, heute ist der Tag. Heute gehe ich auf ein Date mit Hannah. Oh Mann, ich bin schon richtig gespannt, ob sie sich schon fertig angezogen hat. Oh, ansonsten, Leute, ich weiß gar nicht. Meint ihr, Hannah hat den Brief schon gelesen? Oh, eigentlich müssen wir... oh nein, warte. Sie ist jetzt... Hi, Lumi. Braxy, was... Ja? Was machst du? Warst du zufälligerweise gestern im Wald? Aber, warte, ich kann nicht. Oh, Hannah, oh Leute, sie liest gerade meinen Brief. Oh, Braxy, du wirst gar nicht glauben, was heute für ein besonderer Tag ist. Okay, was soll's. Viel Spaß. Okay. Oh, oh Mann, Leute. Hä? Aber warum weint sie denn jetzt? Das ist richtig gemein von Lumi. Gemein? Hä? Warum denn gemein? Braxy, hast du damit was zu tun? Wovon sprichst du, Lumi? Was ist denn... Hä? Der Brief liegt hier. Hä? Was für ein Brief? Lass mal reingucken. Nein, das geht dich nix an. Das war für Hannah. Und jetzt verschwinde, Braxy. Na gut, Hannah hat wegen dir geweint anscheinend. Warum? Leute, was zur Hölle... Ich hab doch nur geschrieben, ob ich... Hä? Hannah ist blöd und doof? Das hab ich doch nie geschrieben. Das ist bestimmt Braxy gewesen. Er war heute Nacht auch in dem Wald. Oh, Leute, ich kann's nicht glauben, dass Braxy das einfach getan hat. Er hat versucht, das Date zu ruinieren. Oh Mann, jetzt ist Hannah traurig. Oh, sie ist irgendwohin in den Wald gelaufen. Oh, Leute, es wird jetzt schon dunkel draußen, ne? Und Hannah ist noch nicht zurück. Hannah ist Hilfe! Irgendwo... Hannah? Das klang nach Hannah. Hannah! Hilfe! Wo bist du? Oh, nein. Zombies.
Hä? Rexy, was machst du hier? Ich helfe Hannah. Hä? Nein, warte mal. Rexy, ich... Hilfe! Hannah, alles gut, ich hab dir geholfen. Oh, lasst Hannah in Ruhe. Nein, 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 ich mach das. Rexy, was machst du hier? Lass mich... Die Zombies sind weg. Ich hab alle Zombies getötet. Du bist in Sicherheit, Hannah. Ja, du hast alle Zombies getötet. Hannah, glaub ihm nicht. Er ich hab gesehen, dass du das warst, Brexy. Also, wir sehen uns später, Hannah, okay? Bis später. Tschüss. Wie bis später? Ich, Hannah, Mann, du musst mir... Nee. Glauben. Nix, ich muss. Du bist gemein gewesen. Du hast mir den gemeinen Brief geschrieben. Hannah, und du kannst mich jetzt nach Hause bringen. Rexy ist nicht so, wie es aussieht. Du musst mir glauben. Warte. Was ist das? Das hat Rexy fallen lassen. Was? Rexys Plan? Hannah? Ja? Warte mal. Der Lumi-Plan. Lumis Brief. Klar. Hannah, retten Lumi ist der... Ich wusste es! Hannah, ich werde dir jetzt alles beweisen. Ich werde dir zeigen, dass Brexy nur ein Spiel spielt. Schau mal, das hat er verloren. Hä? Guck dir an, was da drin steht. Hannah, entführen. Brexy, hier lest ihr alles durch, was da drin steht. Hä? Das hat Brexy geschrieben? Ja, du siehst doch, das ist sein Plan. Und genau das wollte ich dir sagen. Weil ich hab dir einen Brief hinterlassen. Und... Brexy hat den umgeschrieben. Er hat ihn geklaut. Ich habe das nicht geschrieben, dass du doof bist. Niemals würde ich sowas schreiben, Hannah. Ich habe was anderes reingeschrieben. Was stand denn da eigentlich drin, Lumi? Was in dem Brief drin stand, Leute, ich muss mich jetzt zusammenreißen. Ich glaube, jetzt ist es an der Zeitpunkt zu fragen. Hannah, weißt du, ich wollte dich fragen, ob wir gemeinsam auf ein Date gehen möchten. Jetzt ist es raus. Auf ein Date? Das klingt lustig. Ja? Hast du Lust? Freust du dich? Ja! Oh, das ist super, Leute. Hannah hat Lust, mit mir auf ein Date zu gehen. Das ist perfekt. Oh, ich habe mir das viel schlimmer vorgestellt. Und dann lass uns nach Hause gehen, oder nicht? Ja, ich freue mich schon. Lumi. Kinddeckung. Ja? Wie Entdeckung? Warum? Was ist denn, Hannah? Ist da jemand? Aber Brexy! Brexy! Hannah, lass ihn heimlich beobachten. Komm mit! Oh, du wirst schon sehen, Brexy. Hannah, mach leise, ja? Ja! Okay. Oh, was macht der da? Er hat deine Pistole! Versteck dich, Hannah! Brexy! Oh mein Gott! Er hat sich umgezogen. Was hat er vor, Hannah? Komm schnell mit. Hä? Warte, Lumi. Er geht. Hä? Was macht er da? Hannah, ich glaube, Brexy baut eine Falle vor deinem Haus. Nicht so laut, Lumi, sonst hört er uns. Aber schau dir das an. Er hat da irgendwas vor. Er führt irgendwas Böses im Schädel, Leute. Oh nein, Hannah, was machen wir jetzt nur? Brexy scheint da irgendwie eine Falle zu bauen oder so etwas. Oh mein... Er hat uns gesehen! Oh, lauf, Lumi! Hannah, renn! Renn! Oh mein Gott, Leute, nichts wie weg! Er kommt! Hannah, hinter den Baum! Da hinten in den Wald! Schnell! Oh, wir sehen uns! Oh, er schießt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Leute! Wo sind die zwei? Das werde ich niemals zulassen, dass Lumi auf ein Date geht mit Hannah. Die wird noch was erleben können. Oh mein Gott, das war so knapp. Oh Mann, Brexy ist so ein Fiesling. Oh, er schießt. Oh mein Gott, Leute, ich muss so schnell wie es geht nach Hause. Wir müssen gucken, ob Hannah, ob sie gut nach Hause gefunden hat, ob es ihr gut geht. Oh mein Gott, Brexy ist so ein Fiesling. Aber zum Glück hat Hannah jetzt alles gesehen. Jetzt ist es raus. Jetzt weiß Hannah, dass Brexy ein Fiesling ist. Und ich hoffe, sie ist zu Hause, Leute. Oh, und er hat da irgendeine Falle gebaut. Wir müssen die Falle sichern. Sonst fällt Hannah da noch rein. Oh, du Fiesling, hast eine dumme Falle gebaut.
Okay, Leute, wir haben die Falle. Oh, zack. Okay, Leute, die Falle ist entschärft. Perfekt. Okay, ich würde sagen, wir legen uns jetzt schlafen. Denn morgen ist ja das Date. Und da kann niemand mehr was unternehmen. Das Date steht. Ich werde morgen mit Hannah auf ein Date gehen. Oh mein Gott, das wird so cool. Oh Mann, Leute, ich gehe jetzt schlafen. Ich bin richtig aufgeregt auf morgen. Oh, drückt mir alle die Daumen. Es wird hoffentlich das beste Date aller Zeiten. Oh, ein neuer Tag, Leute. Oh, es ist hell draußen. Ich hoffe, Hannah geht's gut. Ich habe mir auch extra Gedanken gemacht, was ich mit Hannah heute machen kann. Oh, da kommt sie schon. Ich glaube, sie guckt in ihren Briefkasten. Das sollte ich auch mal machen. Ich hab einen neuen Brief bekommen? Wer schreibt mir denn einen Brief, Leute? Was steht da drin? Komm in das rote Restaurant für unser Date? Liebe Grüße, Hannah. Stimmt, wir haben ein neues rotes Restaurant. Und sie hat mich eingeladen. Wie cool. Oh Mann, da kommt sie schon. Ich glaube, sie will mich abholen. Da bist du ja, Hannah. Danke für die Einladung. Einladung? Was für... Ich wollte mich bei dir bedanken. Du hast mich eingeladen für das Restaurant heute. Hä? Aber du hast mir doch einen Brief geschrieben. Ich dir einen Brief? Nein, du hast mir einen geschrieben. Hier steht, komm in das rote Restaurant. Liebe Grüße, Hannah. Hä? Egal, lass ins rote Restaurant gehen. Okay. Oh Mann, irgendwie merkwürdig. Sie meinte, ich habe sie eingeladen. Vielleicht hat sie nicht gut geschlafen. Sag mal, Hannah, kannst du mir kurz deinen Brief zeigen? Weil ich kann mich nicht entsinnen, dass ich dich eingeladen habe. Natürlich, hier. Was ist das für ein... Komm in das rote Restaurant für unser Date? Liebe Grüße, Lumi. Und das war Hannas... Hä? Ich habe aber diesen Brief gar nicht geschrieben. Können wir reingehen? Ich habe Hunger. Ja, komm. Aber ich glaube, Hannah, wir müssen noch ein bisschen warten. Wir sind ein bisschen zu früh, glaube ich. Aber ich hoffe, der Kellner kommt gleich. Welchen Platz wollen wir nehmen? Lass hier hinten nehmen. Ich glaube, hier sieht es schön gemütlich aus. Oh, mit Fenstersicht. Oh, sieht echt cool aus, das Restaurant. Oh, und jetzt sag mal, Hannah, ist das jetzt so unser erstes richtiges Date? Natürlich, du hast zum Date eingeladen. Oh Mann, wie cool. Leute, endlich. Ich habe endlich mein erstes Date mit Hannah. Boah, Hannah, weißt du schon, was du essen möchtest? Nee, aber hast du Blumen mitgebracht? Nein, aber schau mal, da ist der Kellner. Warum hat... Eisen? Aha! Hallo Lumi! Hallo Hannah! Hallo Herr Kellner! Hier ist der Kellner. Heute nur für euch zwei. Das ist echt nett von Ihnen, aber warum haben Sie die Tür? Also, wir kommen ja jetzt gar nicht mehr raus. Heute wird auch erst gegessen und dann könnt ihr raus. Ist anscheinend eine neue Regelung. Ich würde gern einmal... haben Sie überhaupt eine Karte? Ich weiß gar nicht, was es gibt. Nein, lass dich überraschen. Das gibt ein Drei-Gänge-Menü. Seid ihr bereit? Lumi! Ja, was ist... Unser eigener Kellner! Oh, das ist cool. Das ist nett von dir, Hannah. Ich wusste gar nicht, dass du uns einen privaten Kellner organisiert hast. Hab ich nicht. Ich hab das jetzt zugemacht. Nein, ich hab... Hä? Irgendwas ist merkwürdig, Leute. Dann würden wir bitte einmal das Drei-Gänge-Menü nehmen, ja? Mhm, aber selbstverständlich. Lumi! Woher wissen Sie mein... aber das Fleisch, das riecht nicht mehr so besonders lecker. Oder hab ich was für dich? Lumi! Was zu trinken. Ja, das ist ja auch nett von Ihnen, aber das riecht... Also sicher, dass das auch frisch ist? Mhm. Und als Nachspeise gibt es dunkles Fleisch. Das hat anscheinend besonders lang gebraten.
Dann würde ich dir sagen, lass es dir schmecken. Herr Kellner, sind Sie sich auch sicher, dass das so sein muss? Also das riecht halt ein bisschen... Aber natürlich, Lumi. Das ist ein 5-Sterne-Ressort. Das sieht alles ein bisschen anders aus. Ah, okay. Dann würde ich sagen, guten Appetit. Dir auch. So, jetzt habe ich dich für mich, Hanna. Und du kommst mit mir mit. Lumi! Lumi! Braxi, was? Braxi! Komm mit! Fiesling, gib! Heute ist bester Freundetag! Wir müssen doch heute spielen, es ist Mittwoch! Bester... Was? Hast du das etwa vergessen? Komm schon! Was zur Hölle geht... Aber... Leute... Ist das alles nur ein Traum gewesen? Hatte ich gar kein... Warte, was? Oh nein! Leute, irgendwas ist schief gelaufen! Oh nein! Aber wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da! Abonniert den Kanal, checkt meine Freunde in der Beschreibung ab! Und bevor ihr geht, vergesst nicht rechts auf das Video drauf zu drücken! Das müsst ihr euch auch anschauen! Bis zum nächsten Mal!